Ich werde mich heute von Schneemassen begraben lassen, um das Schicksal eines Lawinenopfers zu simulieren. Es ist eine absolute Horrorvorstellung für jeden Ski- und Nicht-Skifahrer, von einer Lawine erfasst zu werden. Seitdem ich klein bin, fahre ich selbst Ski und habe jeden Winter wieder einen Riesenrespekt, wenn sich die Nachrichten über Lawinenverschüttete häufen. Allein in den Alpen kommen jedes Jahr etwa 100 Menschen durch einen überraschenden Schneeabrutsch um. Sie gelten als so tödlich, dass sie 1915 bis 1918 im Alpenkrieg sogar als Waffen missbraucht wurden. Damals starben schätzungsweise 40.000 bis 80.000 Soldaten wegen Lawinen, die durch Artillerfeuer ausgelöst wurden, die heute noch nach und nach als Eismumien wiedergefunden werden. Die verheerendste Lawine aller Zeiten ereignete sich 1962 in Peru, bei der sich etwa 3 Millionen Kubikmeter Eis und Schnee lösten und eine Stadt und 6 Dörfer zerstört wurden. Ich habe mich schon einmal gefragt, wie der Körper und die Psyche reagiert, wenn man mehrere Meter unter Schnee feststeckt und wie lange man unter einer Lawine überleben kann. Genau das finden wir in diesem Video heraus. Und dafür bin ich heute mit Alex, Lucy, Jules und Lenny ins Gelände gelaufen, um die Situation so real wie möglich aussehen zu lassen. Unterstützt und begleitet sind wir dabei von Alex, unserem Bergführer vom Lawinencamp Bayern. Die bieten allgemein Lawinenkurse an. Genau deswegen werdet ihr heute auch super viel dazulernen. Ich werde zuerst 2 Meter tief verbuddelt, um die Situation so real wie möglich zu machen. Diese Herrschaften werden dann ausgesetzt und haben dann 15 Minuten Zeit, mich zu finden. Denn nach 15 Minuten sinkt die Überlebenschance für mich drastisch. Deswegen, ich vertraue euch. Bis 15 Minuten hat man die besten Überlebenschancen. Die sind immerhin bei 90%. Irgendwann geht dir schlichtweg die Luft aus. Wenn du Mund und Nase beim Stillstand der Lawine voll hast, da bist du innerhalb weniger Minuten tot, weil du erstickst. Aber man kann auch Glück haben. Vor wenigen Tagen wurde ein Lawinenverschütteter erst nach 6 Stunden gerettet. Bis auf seinen Arm und das Gesicht war er komplett verschüttet. Die Rettungskräfte konnten ihn nur dank seiner ständigen Armbewegungen finden und retten. Ich werde jetzt hier unter dieser 2 Meter Schneedecke in dieser kleinen Loch hier eingegraben. Ich hatte echt ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ganz kurz, letzte Frage. Gibt es irgendwas, einen Tipp, wie ich mich verhalten soll in diesem Moment? Wenn du eingebuddelt bist, gibt es keinen Tipp mehr, weil du hast keine Bewegungsfreiheit, keinen Millimeter. Du kannst, wenn du unter einer Lawine feststeckst, eigentlich nur Ruhe bewahren. Du kannst selber nichts tun, schreien, die Rufe kommen draußen nicht an. Ich mache das wirklich jetzt für euch, damit ihr so ein bisschen so ein Gefühl habt, wie das sein könnte. Und hoffe, dass die mich jetzt hier schnell finden werden. Das Ding kann ich runterbrechen, ne? Doch. Kann? Kann. Und dann? Hol mal dich raus. Okay. Oh, ist das hier eng. Oh mein Gott. Ist das eng. Jetzt werde ich hier eingegraben. Nicht mehr bewegen. Das ist so unangenehm. Ich habe hier ein kleines Licht mit reingenommen, damit ihr mich seht. Hier so eng drin zu hocken und zu wissen, dass über mir 2 Meter Schnee hängen. Oh, das macht mich schon echt ein bisschen Angst. Aber wie sollen sie mich in diesem riesigen Meer aus weißem Schnee überhaupt finden? Dafür benötigt ihr spezielle Ausrüstung, die uns Alex vorher genauer erklärt hat. Mit diesem lawinenverschütteten Suchgerät kann man sowohl suchen als auch gefunden werden. Hört mal einfach nur zu. Je näher ihr zum Fabian kommt, desto greller der Ton, und wenn ihr weiter weglauft von ihm, wird er dumpfer, langsamer. Bis ihr da seid, auf 2 Meter Tiefe, so weit vergraben wir ihn. Was dann kommt, die sogenannte Lawinensonde, mit der ihr in Schnee eintaucht und versucht, ihn den Körper zu finden, und ihr setzt eure Schaufeln ein. Jetzt geht's zur Sache. Hier unten ist er irgendwo, der Fabi. Ich hoffe, dass sie mich einfach schnell finden. Ihr verteilt euch jetzt, damit ihr euch etwas leichter tut. Alex, du gehst ganz vor bis zur Stange, du bist zur zweiten Stange. Und wenn ich sage Go, legt ihr los. Schaut, dass euer VS-Gerät auf Suche ist. Wenn du kein Lawinengerät bei dir hast, sind die Chancen, gefunden zu werden, innerhalb der Zeit, wo man eine hohe Überlebenschance hat, gleich null. Natürlich der Hund. Aber bis der Hund an Ort und Stelle ist, vergeht manchmal 1 Stunde, 1,5 Stunden. Trotzdem übernehmen Lawinensuchhunde eine wichtige Rolle bei der Lawinenrettung. Sie helfen mit ihrem hervorragenden Geruchssinn, vor allem wenn ein sehr großes Gebiet abgesucht werden muss oder keine Sicht herrscht. Einer der ersten Lawinensuchhunde soll in den Jahren um 1800 etwa 40 Menschen das Leben gerettet haben. Die Suche beginnt. Fertig! Gut! Ah. Ich kann mich weder irgendwie nach links oder nach rechts bewegen. Fabi? Ich werde Fabi als erstes finden. Ah! Bei mir biegt es! Oh Gott, ich glaube, es kickt eine Panik rein. Oh. Panik kommt natürlich auf, wenn du da drin verbuddelt bist und dich nicht mehr bewegen kannst. Also ich stelle mir das ganz schön heftig vor für den oder diejenige, die in der Lawine drin liegt. Zum Glück ist mir das noch nicht passiert. Hier hoch, da ist er. Geradeaus, bisschen rechts. Hier ist er oben. Da oben. Ja, da oben links. Geradeaus, in die Richtung. 15. Sind das die Meter? Es ist hier so fast unfassbar eng. Ich kann mich hier kaum bewegen. Oh, es wird mir immer kälter. Fabi! Oh. Mach mal da. Wo ist das nächste? Es ist safe hier. Oh mein Gott, wurde gefunden, ja. Spürst du ihn? Ja, hier ist Luft. Wir haben mich gefunden. Oh mein Gott. Er hat nur noch 13 Minuten. Okay. Und es geht nur zum Lösen, wenn ihr Vollgas gebt. Okay. Leute, schneller! Ich kann mich aber... Ah, es gibt schon wieder Panik.
Das geht schon ein bisschen farlig. Ihr müsst zu viert Vollgas geben. Das ist immer noch nicht Vollgas. Das ist Slow-Mo. Wir sind nicht mal ein paar Zentimeter tief. Man muss dazu sagen, ganz kurz Leute, man kann das nicht vergleichen mit einer richtigen Lawinensituation. Ich bin hier gerade einfach nur unter Schnee. Ich habe hier Licht dabei. Normalerweise würden auf mir extreme Tonnen Schnee liegen. Und selber befreien, daran könnte ich nur träumen. Du kannst dich nicht selber befreien. Selbst wenn du nur 20 Zentimeter unter der Lawine bist, mit Kopf Richtung Boden, du hast keine Chance rauszukommen. Das Verrückte ist ja, wenn du in der Lawine drinsteckst, du hast kein Gefühl für Lageempfinden. Also du weißt nicht, schaust du mit dem Kopf nach oben, nach unten, zur Seite, hast du kein Gefühl für. Stopp, gib mir mal die Schaufel. Ich zeige dir jetzt mal den Tipp, was Vollgas ist. Also los jetzt, Vollgas! Los jetzt! Okay, ihr grabt hinter mir, ich grab hier vorne, okay? So ist Vollgas, Leute! Okay, die Luft wird auf jeden Fall schon ein bisschen knapper gerade. 5 bis 6 Minuten bin ich auf jeden Fall schon hier drin. Pauli, wir kommen! So, alles raus, weil das Fach weiß und dann gehen die anderen wieder rein. Go! Komm! Okay, wechsel, anderen zwei rein. Es geht um Paulis Leben! Ich kann nicht mehr, Leute, es ist so anstrengend. Vor allem, obwohl du weißt, dass jemand gerade stirbt. Ich muss Vollgas geben. Versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu entspannen. Ich höre schon was. Aber ist man einer Lawine wirklich hilflos ausgeliefert, wenn man sie auf sich zurauschen sieht? Oder kann man es irgendwie verhindern, verschüttet zu werden? Ihr vielleicht sogar davonfahren? Schlichtweg nein. Du kannst einer Lawine nicht entkommen, wenn du schnell genug bist. Man sieht immer wieder YouTube-Filme und natürlich allerlei Filme im Netz. Da gehört aber verdammt viel Glück dazu. Zum Beispiel, du bist direkt am Rand der Lawine, du fährst schon raus aus der Lawine, dann besteht die Chance. Aber du kannst einer Lawine nicht davonfahren. Sie rasen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometer die Stunde und können aus mehreren Millionen Tonnen Schnee und Eis bestehen. Die Prävention ist eher das bessere Mittel der Wahl. Das heißt, sich in so einem winterlichen Gelände zu bewegen und vorab zu wissen, was man tut. Das Einzige, was in einer Lawinensituation Sicherheit geben kann, wäre ein sogenannter Airbag-Rucksack. Bei Bedarf kann dieser ein Luftkissen auf dem Rücken aufblasen, um die Körperfläche zu vergrößern. Und genau das hat uns Alex auch noch demonstriert. So, jetzt könnt ihr es euch sehr schön vorstellen, durch die Volumenvergrößerung bleibt der Skifahrer oberhalb der Lawine und wird somit an der Oberfläche nach unten transportiert und wird nicht total verschüttet. Ich möchte hier raus. Hört ihr mich? Ihr seid bereit, 15 Minuten am Graben und habt immer noch keinen Fußkontakt, geschweige denn, dass er Luftloch hat. Ich hätte nicht gedacht, dass 2 Meter so tief sind. Ich hab echt fast um. Du musst jetzt gleich ein Luftloch für ihn machen. Nach vorne graben, ja! Ja, Alex! Nach vorne! Irgendwann wirst du bewusstlos, wenn du keinen Sauerstoff mehr hast, bekommst dann nichts mehr mit und erstickst. Alles weg, alles weg! Ah, oh. Oh ja, nicht so auf die Sonne, die Sonne! Marvin, jawohl! Marvin. So, und jetzt muss das reingebuddelt werden, komm! Au, ja. Fabi, wir schaffen das! Hörst du uns? Hört ihr mich? Fabi! Helft mir! Hier ist es so kalt drin. Es sind 20 Minuten vergangen. Ihr habt 3 Minuten, dann hole ich ihn raus. Ja. Ist mir echt zu heiß. Ja. Adi, wir haben dich gleich. Ja, hol mich hier raus. Bitte los. So, jetzt müssen die Bergretter mich rausholen. Die Challenge machen wir jetzt zu Ende. Es hat viel zu lange gedauert für bei euch. Und das, was wir hier gerade machen, geht auch nur, wenn er drin ja Bewegungsfreiheit hatte. Und wenn er bei der Gestellten. Wenn er aber eingebacken wäre in einer echten Lawine, können wir nicht so rausziehen. Gut. Leute, ich werde wegen euch verreckt. Vielen Dank, Alex von Lawinencamp Bayern. Mir ist unfassbar kalt, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. In 2 Wochen kommt das nächste Video. Schaltet dann wieder ein. Bis dann. Ciao.